Nie waren Immobilienkredite preiswerter. Für dieses Einfamilienhaus in Nettetal liegt der Zins aber noch bei 5,4%. Thorsten Schnock will raus aus seinem Vertrag. Er hört von einem Trick, wie er um die lästige Strafe bei Auslösung des Kredits herumkommt. Hintergrund bei mir war, dass ich halt aus meinem bestehenden Kreditvertrag heraus wollte, ohne die geforderte völlige Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Die lag bei mir berechnet von meinem Kreditinstitut bei rund 20.000 Euro. Schnock lässt eine Kanzlei prüfen, ob der Widerruf Fehler enthält, denn dann wird er unwirksam. Zum Beispiel, wenn der Beginn der Widerrufsfrist falsch ist, Hinweise zu den Rechtsfolgen fehlen, Formulierungen verwirrend sind. Die Anwälte werden fündig. Und bei mir war es auf jeden Fall ein Komma, meine ich, und eine Klammereinschiebung. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem Datum zusammenhing, aber nur eine kleine Einschiebung, eine Klammer und ein Komma falsch gesetzt. Das hat dazu geführt, dass die Widerrufsbelehrung fehlerhaft war. Thorsten Schnock kann jetzt einfach widerrufen. Im Groben und Ganzen sind es schon über 12.000 Euro gewesen, die ich dann gespart habe. Jetzt hat Schnock einen neuen Kreditvertrag zu deutlich niedrigeren Zinsen und sich gleich was gegönnt, einen neuen Pool hinter dem Haus.